Guten Morgen. Ich habe heute schon viel gemacht und viel geschafft und ich habe gerade mein Sportoutfit angezogen. Denn, und ja, glaubt mir, ich bin genauso schockiert wie ihr. Ich gehe jetzt zum Sport. Ich gehe jetzt zweimal die Woche für eine Stunde zum Sport. Ich brauchte irgendwie so einen neuen Impuls, irgendwas Neues. Vielleicht kennt ihr das. Und ein Freund von mir hat ein Sportstudio eröffnet und dann war das eigentlich irgendwie die logische Schlussfolgerung. Ich habe sogar richtig geile neue Sportschuhe, die habe ich aber schon eingepackt und meine Wasserflasche, die kann ich euch aber nachher mal zeigen. Die sind neongelb und dazu trage ich natürlich komplett schwarz. Ich habe mir die Herausforderung gestellt, einen Wochenvlog zu drehen. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird und wie das Ganze wird, aber ich weiß, dass ihr Vlogs sehr, sehr gerne mögt und ich versuche das irgendwie wieder regelmäßiger zu machen und deswegen wollte ich jetzt mal einen Wochenvlog versuchen. Deswegen wäre es vielleicht gut gewesen zu sagen, dass heute Montag ist. Wir haben es jetzt 9:30 Uhr und ich gehe jetzt erstmal zum Sport. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe geduscht. Ich sehe immer noch nach Sport aus, aber ist egal. Die Waschmaschine wäscht jetzt. Ja, und jetzt werde ich mich an meinen Arbeitsplatz setzen und werde weiter arbeiten. Was das im Detail genau ist, kann ich euch eigentlich gleich noch zeigen. Meine schönen Sportschuhe wollte ich euch noch zeigen. Obacht, wartet. Und zwar, hier ist es schön dunkel. Hier sieht man die Farbe sehr geil. Ja. Ne? Schön. Also dann würde ich sagen, starten wir das hier einfach mal. Ja, einhändig Laptop aufklappen. Sehr gute Idee. So. Und zwar höre ich immer irgendwas, während ich arbeite. Immer. Manchmal ist mir so ein ach, locker, flockiger Partymusik, aber sehr, sehr selten. Die meiste Zeit, weil ich mich ja echt konzentrieren muss, wenn ich am PC arbeite, höre ich ASMR-Videos. Ich weiß, viele von euch kennen das nicht. Ich habe mir aber vorgenommen, demnächst mal wieder eins für euch zu drehen, um das einfach mal, damit ihr wisst, was das ist und um das mal kennenzulernen, weil ich liebe ASMR. Es hilft unglaublich zu entspannen und das ist wieder so eine Entspannungsmethode, die einfach nebenbei läuft. Und ich kann mich damit super gut konzentrieren, wenn ich das nebenbei beim Arbeiten höre. Und was steht jetzt auf meiner Liste? Mit dem Finanzamt habe ich gerade schon telefoniert. Ich muss noch zwei Posts fertig schreiben für Instagram. Ich muss was über zwei neue Entspannungskurse schreiben, die ich hier bei uns in der Gegend anbiete. Dann mache ich was ganz, ganz Cooles. Und zwar fange ich ab morgen oder ab heute, wie man das sehen möchte, ein Yoga-Coaching an. Also das heißt, ich lasse mich coachen, wie Yoga noch besser Teil meines Lebens werden kann und wie ich noch besser Yoga nutzen kann, um meine Ziele zu erreichen. Und dazu werde ich nämlich eben jetzt gleich eben diese Ziele, die ich habe, aufschreiben und meinem Yoga-Coach schicken. Und morgen haben wir dann unser erstes Telefonat und da bin ich schon sehr gespannt drauf und freue mich da sehr drauf. Und da ich ja einen Wochenvlog mache, kann ich euch da morgen auch direkt erzählen, wie es war. Ich hatte vorhin kurz mal so einen Hänger, wo ich keinen Bock mehr hatte. Und da habe ich, das ist ein ganz, ganz neues Öl, was ich habe, Niauli, wenn ich das richtig ausspreche. Und das riecht ganz, ganz toll. Also es ist auch so ein entspannender, ausgleichendes Öl. Und es riecht frisch, aber nicht so krass vordergründig, wie zum Beispiel jetzt bei Pfefferminz. Das ist ja so ganz krass frisch. Das ist so ein bisschen dezenter, hat aber auch so was Frisches, wo man gleich gerne tief durchatmen möchte. Also der gefällt mir auch super, super gut. Und den hatte ich mir dann spontan eigentlich angemacht und dann habe ich jetzt ganz, ganz viel noch schaffen können. Und jetzt mache ich erst eine Mittagspause. Guten Morgen am Dienstag um 8:30 Uhr. Ich bin auf meinem morgendlichen Spaziergang. Das gehört so zu meinen Routinen, wenn die Kinder im Kindergarten sind, dass ich dann erstmal eine Runde spazieren gehe. Heute mit Hund, ne? Kommt man nicht ganz so schnell voran manchmal. Und ja, früher habe ich auch immer gesagt, ich habe dafür keine Zeit. In der halben Stunde, die ich da unterwegs bin, könnte ich auch putzen, arbeiten, einkaufen. Aber ich kann auch noch später putzen
putzen, arbeiten und einkaufen. Und das ist wirklich so. Und ich habe mich letztens mit jemandem darüber unterhalten, wenn du dir halt diese Zeit für dich nimmst, diese Auszeiten, diese Energietankstellen, wie ich sie ja so gerne nenne, dann schaffst du das andere motivierter, schneller und energetischer. Und das ist so viel mehr wert. Und wenn ich dann jetzt gleich wieder zu Hause bin, hänge ich mich eigentlich ans Telefon. Also ich habe erst ein Coaching, also wo ich ein Coaching gebe für jemanden. Und dann startet ja heute mein Yoga-Coaching. Davon hatte ich euch ja gestern schon kurz erzählt. Da habe ich heute meine erste Stunde. Bin schon sehr gespannt drauf und freue mich auch schon sehr. Lustigerweise haben wir festgestellt, dass mein Yoga-Coach früher hier in der Nähe gewohnt hat. Die Welt ist manchmal sehr, 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 sehr klein. Und ich hoffe, wir können uns, wenn sie das nächste Mal hier zu Besuch ist, nee, da nicht, komm her, vielleicht mal so wirklich treffen. Das wäre ganz schön. Genau, und deswegen hänge ich dann erstmal anderthalb Stunden ungefähr am Telefon. Und ich denke, dann werden wir uns nochmal wiedersehen. Was tust du da? Du sorgst dafür, dass ich ab und an noch eine Pause mache, ne? Ja. Guck mal da. So, ich fahre jetzt die Kinder wieder abholen. Dann werden wir kurz zu meiner Schwester was abholen. Und dann wollen die Kinder heute was für die Omi basteln, also ihre Uroma. Die hat nämlich am Freitag Geburtstag. Da hatten sie schon ganz konkrete Vorstellungen. Ich denke, das werden wir dann heute Nachmittag zusammen umsetzen und ich werde in der Zeit unsere Bastelkiste ein bisschen aufräumen. Da muss mal wieder aussortiert werden und alles wieder mal ordentlich da ein bisschen reingestapelt werden. Genau, dann habe ich noch so ein paar Haushaltssachen. Die Bettwäsche wollte ich noch wechseln bei allen. Ein paar Sachen noch bei Mami Kreisel reinstellen. Was halt so bei allen anderen auch immer mal wieder ansteht. Guten Morgen am Mittwoch. Ich mache das, was ich morgens immer mache. Das ganze Spielzeug, was ich in der Wohnung verteilt habe, wieder ins Kinderzimmer bringen, was ich unbedingt aufräumen muss die Tage. Normalerweise habe ich euch ja gestern erst erzählt, wäre ich jetzt spazieren gewesen. Aber ich hatte ja gestern auch mein erstes Yoga-Coaching, hatte ich euch auch erzählt. Und manchmal ist die Lösung so simpel und wir kommen alleine einfach nicht darauf. Und deswegen sind Coachings so, 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 so toll. Und zwar wollte ich gerne mehr Yoga machen. Und ich wollte gerne mehr Schwung in meine Übungen bringen. Und ich mache ja aber, hatte ich ja auch erzählt, super selten vormittags Yoga, weil es dann zeitlich einfach zu viel ist, erst spazieren zu gehen und dann auch noch Yoga zu machen. Und wenn ich abends Yoga mache, dann will ich so ein entspanntes Yoga. So abends 8:30, 9 willst du nur noch entspanntes Yoga machen. Und dann kamen wir halt gestern da drauf, dass ich doch einfach an einem Tag spazieren gehen kann und an einem anderen Tag Yoga machen kann. Dass ich ja nicht jeden Tag spazieren gehen muss, sondern dass ich das auch jeden zweiten Tag durch Yoga ersetzen kann. So, 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 so simpel. Und mir wäre das im Traum nicht eingefallen. Ich habe halt immer gesagt, nö, für morgens. Also morgens, vormittags habe ich keine Zeit für Yoga. Naja, deswegen ist Coaching so wertvoll. Wir haben noch ganz viele andere tolle Sachen besprochen, die ich jetzt umsetzen werde mit der Zeit. Und das Tollste ist, und das ist auch wichtig beim Coaching, dass du dich danach gut fühlst, dass du dich gehypt fühlst, motiviert, inspiriert fühlst. Ich hatte auch schon Sachen, wo ich danach dachte, ich mache alles falsch. Das schaffe ich nicht, was die da von mir verlangen. So, ja, und so darfst du dich danach nicht fühlen. Dann war das Coaching oder also derjenige, der das gemacht hat, nicht so wirklich deins. Ich glaube, manche Leute brauchen das, ich brauche das nicht. So, und deswegen werde ich jetzt eine Runde Yoga machen. Wir werden gleich mal gucken, was wir uns, also wir, ich habe gerade die Katze angeguckt, deswegen, was ich mir da jetzt raussuchen werde. Und ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, ja. Ich habe gestern ein Video für YouTube gedreht, das kommt aber erst nach diesem Vlog. Und da habe ich so ein bisschen halt erzählt, wie das so mit Routinen ist
Und auch mit dem Dranbleiben. Und dass man manchmal Routinen einfach ändern muss, anpassen muss. Und das ist ja das, was ich jetzt zum Beispiel gerade tue. Also nichts ist in Stein gemeißelt und kann ständig verändert werden. Wenn auch was nicht funktioniert, dann veränder es halt einfach wieder. Also das ist super, super wichtig. So, und ich hole mir jetzt noch ein Wasser und gehe dann auf die Yogamatte hier mit meinem Goksch. Ich kann noch keine... Wie nennt man das? Na, keinen Mutti-Knoten kann ich noch nicht machen, weil die Haare hier hinten noch zu kurz sind. Die reichen nicht bis hoch. So, ich habe gerade zahlreiche Videos für meinen neuen Online-Kurs aufgenommen. Hier übrigens, jetzt einmal ganz kurz. Also mein Online-Kurs, der wird ab ungefähr Ende September zu kaufen sein. Und es ist ein Kurs, der euch über mehrere Wochen Schritt für Schritt begleitet, euch immer wieder neue Impulse gibt zu verschiedenen Themen. Und dabei ist es egal, mit welchem Thema ihr in den Kurs kommt. Sei es, ihr wollt ruhiger und gelassener werden. Ihr wollt euch mehr lieben, annehmen können, selbstbewusster werden. Ihr wollt mit dem ganzen Chaos, mit den ganzen Anforderungen besser zurechtkommen. Ihr wollt euch selbst besser annehmen können. Ihr wollt mehr Liebe, mehr Freude, mehr Glück, mehr Leichtigkeit in eurem Leben. Das ist euer individuelles Ziel. Und dieser Kurs wird dafür sorgen, dass du dieses Ziel mit Leichtigkeit und Freude auch erfüllen kannst. Und wenn dich das interessiert, dann findest du jetzt unter dem Video in der Beschreibung einen Link zu einer Warteliste. Und auf diese Warteliste kannst du dich eintragen und bekommst dann, sobald alles soweit ist, alle Informationen zum Kurs per E-Mail zugeschickt. Und jeder, der auf dieser Warteliste steht, bekommt einen Bonus zum Online-Kurs dazu. Also es lohnt sich wirklich sehr, sich auf diese Warteliste einzutragen. Es ist Donnerstag, 14 Uhr. Ich nehme die Kamera heute das erste Mal in die Hand. Liegt aber daran, dass ich tatsächlich seit heute Morgen unterwegs war und noch nicht zu Hause und es heute Morgen einfach nicht geschafft habe. Ihr merkt auch so, sobald die Kinder nachmittags zu Hause sind, packe ich das mit dem Vloggen auch nicht mehr. Aber ist auch gar nicht schlimm. Anders geht's auch nicht. Anders wird es auch nicht mehr werden. Genau, ich war jetzt den ganzen Morgen unterwegs, seit heute früh um 8. Und ich mache jetzt erstmal Mittagspause. ich werde mich jetzt kurz eine halbe Stunde aufs Sofa legen und ein paar Affirmationen hören. Dann muss ich mal auf meine To-Do-Liste gucken, was ich noch alles machen muss. Weil ich mir jetzt hier gleich mein Pfefferminzwasser mache, was ich immer nachmittags trinke, dachte ich zeige euch hier einmal mein Küchenregal mit den ätherischen Ölen, die ich halt immer in der Küche habe, weil ich die hier einfach am meisten brauche. Das hier sind meine beiden En Garde-Produkte zur Immunstabilisierung und Stärkung. Das ist der Wild-Orange Roll-On von den Katzen. das Regal ist nicht so optimal, aber es geht. So, dann habe ich hier einmal Spearmint. Das mache ich unglaublich gerne in mein Chorwach. Das finde ich mega geil. Dann wie gesagt hier Lemon und Peppermint. Das gehört halt zu meiner täglichen Entgiftung. Morgens ein Tropfen Lemon ins Wasser und nachmittags dann Peppermint trinken. Also das Lemon bindet die Giftstoffe im Körper und das Peppermint spült sie dann nach draußen. Das hier ist mein Tree Ease. Das nehme ich gegen den Heuschnupfen. Das ist mein Kurkuma. Das glaube ich, weiß glaube ich jeder, warum man das nimmt. Und das sind meine Veggie Caps. Also es sind so leere Cups. Und da fülle ich zum Beispiel den Kurkuma ein oder auch En Garde, weil ich das so rein auf die Zunge einfach überhaupt nicht mag. Und dann kommt es in eine Veggie Cap und dann trinke ich das einfach mit Wasser. Genau. Und ich benutze jetzt, wie gesagt, das. Und dann muss ich auch schon wieder los die Kinder abholen. Beziehungsweise heute sind wir 3 Kinder heute Nachmittag. Guten Morgen am Freitag. Ich glaube 8.30 Uhr. Genau. Also das mit dem Vloggen wird nie mehr so mein Ding sein, wie es früher mal war. Also ich liebe das halt viel mehr, in mein Handy, in meine Insta-Story zu quatschen. Also das bekomme ich doch irgendwie fast täglich auf die Reihe. Das mit dem Vloggen, Leute, das wird nicht mehr so wie früher werden. Ist aber auch, glaube ich, gar nicht schlimm. Ihr bekommt ja trotzdem so ein bisschen mehr einen Einblick und habt trotzdem irgendwie so diese Vlog-Atmosphäre, die euch ja eigentlich so gut gefällt. Heute ist Vlog-Tag, der letzte Vlog-Tag.
Wenn ich es schaffe, wird der Vlog auch heute Abend direkt online gehen. Muss ich schon mal gucken, weil meine Omi hat heute Geburtstag. Da haben wir die Tage schon Geschenke gemacht, das hatte ich euch ja erzählt. Genau, ach, und wenn ich gerade hier, also es lohnt sich tatsächlich immer, mir auf Instagram zu folgen, weil ich da wirklich jeden Tag sowas Ähnliches in der Story mache. Jetzt die Woche hatte ich zum Beispiel eine Energie-Challenge, also da habe ich 7 Tage lang jeweils eine ganz, ganz kleine Aufgabe gegeben, wie man mehr Energie im Alltag für sich bekommen kann. Nächste Woche werde ich auch 5 Tage lang live gehen, immer zu einem ganz bestimmten, interessanten Thema für euch. Und auch die Beiträge sind sehr lohnenswert zu lesen. Also wenn ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, kann ich euch nur dazu raten. Und wer meine WhatsApp-Coaching-Impulse noch nicht abonniert hat, dort werde ich nämlich jetzt gleich wieder was reinstellen, dem würde ich das auch sehr ans Herz legen. Und zwar funktioniert das folgendermaßen, wer das noch nicht kennt, das geht über WhatsApp und ihr bekommt dann von mir immer mal wieder Sprachnachrichten mit Übungen, mit Meditationen, mit Input zum Nachdenken. Ist völlig kostenlos, ist keine WhatsApp-Gruppe, ihr bekommt es alle einzeln und das sind immer ganz kurze Sprachnachrichten, die so der kurze Achtsamkeitsmoment in deinem Alltag sein sollen. Also wenn du da Lust drauf hast und noch nicht angemeldet bist, es gibt auch gerade ein Willkommensgeschenk für alle, die sich neu anmelden. Die bekommen nämlich mein Freebie als PDF, wie man blockierende Glaubenssätze auflöst. Also wenn du da dabei sein möchtest, findest du unten in der Beschreibung einen Link, wo du dich anmelden kannst oder du machst es dir noch einfacher und schreibst mir auf irgendeiner Plattform, Facebook, Instagram oder eine E-Mail mit deiner Handynummer und dann geht es viel, 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 viel schneller für dich. Genau. Was wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht mehr. Habt ihr das manchmal im Erzählen? Kommt euch ein Gedanke, den müsst ihr gleich anhängen, wenn ihr fertig mit Erzählen seid. Bis dahin habt ihr ihn aber leider vergessen. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Vielleicht fällt es mir später wieder ein. Jetzt zeige ich mich nochmal voll mit After-Sport-Face. Und ich habe keine Ahnung, wie ich es gerade in den 4. Stock geschafft habe. Mir brennen so die Oberschenkel. Ich gehe jetzt duschen. Ich habe gerade über 1 Stunde lang das Kinderzimmer aussortiert. Und ich habe 2 große Müllsäcke Müll aussortiert und 2 große Einkaufstaschen an Kuscheltieren und Spielzeug, was ich spenden werde. So, jetzt ist auch schon Abend geworden. Was ich vorhin noch sagen wollte zu dem, dass ich das Kinderzimmer so aussortiert habe. Also ich habe gerade den Drang, das in der kompletten Wohnung zu tun, nicht nur im Kinderzimmer. Und ich habe vor ein paar Tagen gelesen, super interessant, wenn man so diesen Drang hat, auszumisten, sei das jetzt der Kleiderschrank oder in meinem Fall die ganze Wohnung, dann ist das ein Zeichen von innerem persönlichen Wachstum, dass da was bevorsteht oder dass man da gerade dabei ist. Das fand ich super interessant. Ich habe mir jetzt schon den Laptop hier aufgeklappt und werde diesen Vlog jetzt schneiden und auch gleich hochladen, sodass ihr den auch richtig frisch sehen könnt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!